Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Hier zeige ich euch nun, wie ihr mit Zufallsspezies gegen die extreme KI besteht. Ihr könnt dies auf zweierlei Weisen nutzen. Zum einen könnt ihr es nutzen, um eure eigenen Spiele alleine gegen eine KI alle auf dem Schwierigkeitsgrad extrem zu machen und alle schon auf Zufall. Dadurch könnt ihr euch mehrere Folge in kürzerer Zeit holen. Zum anderen könnt ihr das hier verwenden, um auch Koop extrem zu spielen und auch dort als Zufall zu spielen. Ich werde euch also in diesem Video zeigen, wie ihr als Zerg und als Terraner gegen eine extreme KI besteht. Worauf ich in diesem Video nicht nochmal einmal eingehen werde, ist der Protoss Cannon Rush. Wie dieser durchgeführt wird, soll in der Zwischenzeit jeder wissen. Wer es noch nicht weiß, kann sich auch mein Tutorial angucken zum Erfolg Spiel auf Zeit extrem. Fangen wir nun also mit dem Zerg an. Wir bleiben für diesen Zerg-Teil auf einem Six-Pool, beziehungsweise auf 6 Bürgern. Schicken hier unseren ersten Bürger sofort los. Warten, bis wir dann hier ein bisschen gesammelt haben. Und je nach Kartengröße ist das jetzt unterschiedlich, setzen dann entweder zuerst hier unseren Extraktor oder zuerst den Pool. Man sehen kann, hier ist Extraktor und hier habe ich jetzt den Pool gesetzt. Der Extraktor hat jetzt ganz einfach den Sinn, wie man sehen kann. Hier arbeiten jetzt 6 Bürger, die versuchen diesen Extraktor abzureißen. Dies wird natürlich das Einkommen der KI hinuntersetzen, wie wir sehen können, fast auf die gleiche Höhe jetzt. Und wenn ihr das jetzt hier immer wieder macht und immer wieder neu den Extraktor setzt, könnt ihr das Income der KI um einiges niedriger halten, als es ansonsten zu diesem Zeitpunkt schon wäre. Wir warten dann einfach, bis der Pool hier fertig ist. Wenn der Pool fertig ist, haben wir 150 Mineralien gesammelt und stellen hier unsere ersten 6 Zerglinge her. Das sind jetzt hier alles Zerglinge. Wir müssen nun einfach hier permanent diesen Extraktor neu bauen. Und nebenbei, können wir hier schon sehen, kommen die Zerglinge angerannt. Und diese müssen nun ordentlich gemicrot werden. Ich muss an dieser Stelle mal kurz Pause machen. Worauf ihr hier achten solltet, ist erstens, während der Angriff durchgeführt wird, sprich während die Zerglinge hier angreifen, sollte weiterhin hier der Extraktor gebaut werden. Habt ihr den Extraktor hier nicht und ihr greift hier zum Beispiel einen Pylon an, wird in 9 von 10 Fällen die KI einen Großteil ihrer Bürger abziehen und wird hier hinten die Zerglinge hier töten. Dies können wir ganz einfach verhindern, indem wir hier den Extraktor bauen. Dadurch greift die KI ganz Zeit den Extraktor an und ignoriert größtenteils erstmal hier die Zerglinge. Wie man jetzt hier sehen kann, greife ich mit den Zerglingen vor allen Dingen die Pylons an. Wenn ihr Bürger ankommen, guckt wie viele es sind, tötet sie notfalls oder zieht euch zurück. Wenn ihr jetzt hier sehen kann, ich habe zu lange gewartet, mein Extraktor hier ist gestorben. Also wenn ihr merkt, es werden zu viele Bürger, zieht ihr euch zurück und greift dann wieder hier nur den Pylon an. Bei einer TOS-KI ist das Wichtigste einfach nur die Pylons zu kicken. Beziehungsweise wenn ihr einige der Bürger off-guard erwischt, könnt ihr diese natürlich auch gerne töten. Jetzt hier sehen kann, ich habe jetzt genug Zerglinge und töte einfach so gut wie die ganze KI. Alle, beziehungsweise habe hier sogar alle erwischt. Die KI hat auch kein Income, sie kann also nichts Neues generieren, deswegen greife ich hier jetzt auch den Nexus an. Und weil der Pylon hier down ist. Bei der TOS-KI müssen wir also einfach nur die Pylons kicken, beziehungsweise wenn 2 oder 3 Pylons neben einem Gate stehen, dann natürlich auch das Gate angreifen. Das Wichtigste ist, so schnell wie möglich die Armeeproduktion der KI hier zu unterbinden. Bei einer Zerg-KI werden unsere ersten 6 Zerglinge in etwa ankommen, wenn der Pool fertig ist, beziehungsweise wenn er schon ein kleines bisschen steht. Diese 6 Zerglinge greifen dann sofort den Pool an, um diesen zu kicken, bevor eine allzu große Armee an Zerglingen rausgepumpt werden kann. Und danach müssen die 6 Zerglinge sich in der Basis umgucken und müssen schauen, ob eine Schabenhöhle ist. Wenn eine Schabenhöhle schon steht, hat diese die erste Priorität, sie muss sterben, bevor dort Schaben produziert werden können. Sind Schaben draußen, habt ihr mit den Zerglingen so gut wie keine Chance mehr. Sprich, sollte eine Schabenhöhle stehen, hat diese erste Priorität, ansonsten Pool. Die Hauptbasis könnt ihr erstmal ignorieren. Solange die Armee, der Gegner keine Armee produzieren kann, haben wir immer mehr Arbeit, immer mehr Zerglinge und immer mehr Zerglinge und können damit ihn nach und nach überrennen. Bei einer Terran-KI greifen wir, wenn wir ankommen, wird als erstes circa die Kaserne, die zweite Kaserne fertiggestellt, beziehungsweise ist im Baum. Da sollten wir versuchen, mit 2 Zerglingen den WBF von dieser zweiten Kaserne zu kicken, damit die Kaserne verzögert wird. Danach greifen unsere Zerglinge eine Kaserne nach dem nächsten an. Ziel ist dort dann wieder, die Militärproduktion so weit wie möglich zu unterbinden. Kommen wir nun also gleich zum zweiten Part, dem Terraner. Hier werden die 6 Bürger wieder ins Mineralienfeld geschickt. Unser 7. Bürger begibt sich runter zu der KI. Wir stellen einen 8. Bürger her und einen 9. Bürger. Natürlich wieder in die leeren Mineralienfelder. Hier nun auch noch meinen 10. Bürger. Dieser wird auch noch wieder ins Mineralienfeld geschickt. Der 11. läuft dann wieder hier runter. Wir sehen können, beziehungsweise gerade sehen konnten, es wird auch gleich wieder passieren, stelle ich hier Depots. Dies hat wieder den Sinn, das Einkommen der KI relativ weit zu drücken, denn sie hat jetzt hier zwar noch 7 Bürger,
Aber sechs Bürger sind hochgerannt zu dem Depot und sie machen es auch immer wieder. Man sehen kann, da rennen schon wieder sechs Bürger hoch. Wir müssen also permanent hier das Depot neu stellen, damit die KI so lange wie möglich abgelenkt ist. Je weiter es weg ist, desto mehr Bürger kommen, wie man das hier sehen kann. Es sind jetzt sehr, sehr, sehr viele Bürger, die KI hier einsetzt, weil sie das Depot kicken möchte. Jetzt hier 14 Bürger, 12 Bürger, Entschuldigung, abgezogen. Zwei Bürger haben nur noch weiter gesammelt. Dadurch können wir das Einkommen der KI schon komplett verringern. Wir haben in der Zwischenzeit bei uns hinten auch ein Depot gestellt. Und fangen nun hier an, eine Kaserne zu stellen. Wie man sehen kann, wenn das Depot gebaut wird, rückt die KI nun auch gegen diese Kaserne hier unten vor. Allerdings, sobald das Depot abgerissen wird, rennt auch die KI wieder hier weg. Dadurch können wir jetzt hier einfach sicherstellen, dass weiterhin die KI so gut wie kein Einkommen hat. Wir können es hier sehen. Ihr Einkommen ist lächerlich. Wir stellen nun hier Marines her, haben hier schon unseren Bunker und setzen dann die Marines in diesen Bunker. Wie man sehen kann, ich behalte jetzt hier bei, die ganze Zeit neu das Depot zu stellen. Dies hat ganz einfach den Sinn, dass die KI dadurch hier den Bunker angreift und hier unten keine Bürger mehr hat. Sprich, sie greift mit ihren kompletten Bürgern hier gerade an, die nach und nach vernichtet werden. Man kann auch sehen, sie hat nicht genug Kristall für neue Bürger. Dieses Prinzip kann man so in etwa fortsetzen. Hier klappt es jetzt ganz gut. Mit der Kaserne, die hier blockiert, und dem Bunker, der hier blockiert, kann man ganz gut hier angreifen. In den anderen Fällen stellt ihr dann einfach hier oben noch einen Bunker. Den kann man jetzt hier gerade noch so schön sehen. Wenn dieser Bunker fertig ist, oder wenn er gebaut wird, verlassen eure Marines hier kurzzeitig den Bunker und stellen sich einfach nur her, einfach nur den Midpoint irgendwie daneben und kurz ausladen. In 9 von 10 Fällen bewegt das die KI zu versuchen, diesen Bunker abzureißen, sprich sie kommen ihren kompletten Bürgern an und wenn sie hier vorne angekommen ist, rennen eure Marines wieder hier rein. In den meisten Fällen zieht sich die KI zurück und ihr könnt sehr viele Bürger kicken. Das hatte ich jetzt in einem Spiel mit Hopper in einem Koop gemacht. Das hat auch wunderbar geklappt, es war für mich selbst auch noch ein Test. Andernfalls, wenn die KI nicht darauf reagiert und ihr das 2-3 Mal getestet habt, rennt eure KI dann hier, eure Marines hier hoch, rennt hier oben in diesen Bunker rein. Und dann werden hier, ich setze hier eine Kaserne, normalerweise werden dann hier nach und nach mehr Bunker gesetzt und ihr tastet euch so vor an die KI. Bei Zerglingen, beim Zergspieler, stellt ihr natürlich einen Bunker davor und rennt danach mit euren Marines vor auf den Creeper. Sagen wir jetzt mal, das hier ist der Creep-Bereich. Dann stellt ihr hier oben einen Bunker, rennt vor, greift an und wenn die KI versucht euch anzugreifen, zieht euch wieder zurück in den Bunker. Dadurch könnt ihr auch große Teile der Truppen und auch der Bürger vernichten, einfach schon im Vorfeld. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen und freue mich darauf, euch im nächsten Tutorial zu sehen. Bye!